Im letzten Video haben wir den äußeren Ring fertig reduziert. Jetzt machen wir mal den Innenring weiter. Da bin ich echt gespannt, wie wir das reduzieren können. Gehen wir einmal in den Local View rein. Hier haben wir den Bevel Modifier, einmal unseren Array Modifier. Den Array Modifier, den applyen wir jetzt mal. So, dann schauen wir mal, wir haben hier 1139 Vertices. Das ist also viel, viel nur ein Ring. Deswegen wählen wir mal alles an bei Distance. Schauen wir mal, was wir alles machen können. Warum ist da ein. Warum ist das da drin? Keine Ahnung. Wir wählen die Kante mal an. Dann nehmen wir einmal die Kante hier. Ohne die. Die brauchen wir nicht. Ups, so. Ah, das geht nicht gut. Machen wir mal so. Ich glaube, die sind nicht richtig verbunden, deswegen macht er das so. Schauen wir mal. So, jeweils diese Edges nehmen. Schau, dass du also alle kompletten Edge hast. So, dann haben wir noch die hier. Und die letzten, beziehungsweise der letzte. Da machen wir jetzt den Minimal Void mal weg. So, schauen wir bis jetzt. Nope. Welcher war das jetzt nochmal? Da glaube ich war das, ja. Schauen wir mal, da müsste theoretisch. Hat sich da connected richtig? Ja, da hat sich richtig connected. Gut, dann haben wir das Problem nicht. Wir machen jetzt praktisch eine komplette Reduzierung. Wir probieren einmal ein Tool aus. Das ist einmal, wenn du auf Select gehst. Checker Deselect. Ne, das macht das nicht richtig. Okay, dann müssen wir das manuell machen. Also wir nehmen jeden zweiten Loop Cut. Gehen wir mal von oben. Ja, die sind viel zu eng, da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Sollte aber generell kein Problem sein. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon richtig doppelt. Passiert ab und zu mal, wenn man sich auf die Edges konzentriert, dann kann man die irgendwann nicht mehr sehen. So, aber wir sind gleich durch. Und da oben ist schon der Anschluss. Sollte genau ausgehen, wenn du jetzt zum Beispiel so hast, also du hast hier, beziehungsweise du hast die zwei zu nah dran, dann hast du irgendwo eine Selektion zu viel gemacht, beziehungsweise falsch selektiert. Da musst du halt leider wieder zurückgehen und schauen, wo der Fehler ist. Aber bei uns passt. Dann machen wir jetzt X, Dissolve Edges. So, dann haben wir mal rückgängig. Wir haben 396 Vertices ausgewählt, die wir jetzt wegmachen. Und jetzt haben wir insgesamt noch 396 Vertices. Okay, das passt. Schauen wir da noch. Das brauchen wir. Da haben wir auch nichts. Jo, das war's eigentlich von der Reduzierung vom Innenring. Deswegen halten wir den nochmal. Hier die Rückseite, die wird spannend werden. So, nehmen wir mal das hier. Ich arbeite immer gerne vom einfachsten Objekt zum schwersten Objekt hoch. So, den haben wir reduziert. Dann gehen wir mal auf den Array Modifier. Den applyen wir. Und dann fangen wir. Beziehungsweise machen wir mal anders. Wir applyen den Array Modifier nicht. Das heißt, ich mache jetzt mal rückgängig. Wir haben den jetzt noch drin, ja. Wir machen jetzt ganz einfach so. Wir wählen die jetzt schon aus. Den wir löschen, da können wir noch nicht löschen. So, da können wir es auch nicht. Deswegen einmal Dissolve Edges. Jetzt applyen wir den Array Modifier. Und jetzt können wir hier einmal die Mitte noch auswählen. Das nimmt uns ein bisschen die Arbeit.
Hätte ich auch gleich dran denken können eigentlich. Aber so ist das, wenn man ohne Skript arbeitet. So. Da haben wir. Okay. So. Dann haben wir das reduziert. Da die Mittellinie können wir auch wegmachen. Die brauchen wir nicht. Warum das hier so macht, ich glaube, das ist nicht richtig connected. Müssen wir mal schauen. Ja, so. Und die noch. Dann schauen wir mal. Wählen wir einmal die an. Ja, die sind nicht richtig connected. So, jetzt sind sie connected. Da habe ich wohl vergessen, die ganzen überlappenden Vertices zu löschen. Nachdem wir den Array Modifier applied haben. Die habe ich vergessen. Das können wir so machen. So, jetzt passt. Gut, dann haben wir das auch reduziert. Okay. Einmal zurück. Einmal hiden. Und was machen wir jetzt? Machen wir mal die Rückseite. Dann ist das fast schwerste weg. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, da ist die Unterseite. Als allererstes werden wir mal... Das ist jetzt schwierig. Nee, ist eigentlich nicht so schwierig, denn wir nehmen eigentlich nur unsere Innenflächen, die wir erstellt haben. Also komplett alle Innenflächen, die wir haben. Ups, da ist halt ein bisschen nervig wegen der Auswahl. Und praktisch ist mein Plan jetzt, ich weiß nicht, ob es aufgeht, aber das werden wir ja sehen. So, ich mache hier mal an. So. Mein Plan ist jetzt einfach, ich gehe in den Vertex-Mode und grab die einfach nach oben. Also, den Punkt wähle ich an, grab Z nach oben. Ist eben die Frage, ob das so funktioniert. Hier sehen wir schon, hier funktioniert es nicht. Aber bei denen soll es eigentlich funktionieren. Ja, das hat eigentlich, soweit gesehen, ganz gut funktioniert. Es sind noch ein paar Fehler, aber die können wir eigentlich relativ einfach besolven. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Einmal wollte ich es. Da haben wir den Fehler, weil das einfach ein Bevel war. Deswegen machen wir den H hoch und den daher. Das gleiche machen wir einmal da. Zu dem Punkt und dem Punkt. Ja, siehst, ist glatt. So, da hat es nicht funktioniert, weil das einfach tiefer war als alle anderen. Deswegen wählen wir die an und einmal hochziehen. Was haben wir da für ein Problem? Ich mache mal den Bevel Modifier aus, da sehen wir das. Ah, okay, das ist nicht richtig drauf. Das war das Problem. Das wird vermutlich da, ne, da sitzt es drauf. Ich mache alles an, mache den Bevel wieder an. Ja, da ist praktisch, die Kante ist jetzt einfach nur, weil das hier noch reingeht. Das gleiche auch hier. Wenn wir das dann so weitermachen, soll es eigentlich komplett alles wieder glatt sein. Das ist jetzt eigentlich die einfachste Methode, die mir jetzt einfallen würde. Ohne hier groß Modelliertechniken anwenden zu müssen. So, nochmal mal die Seite. So, dann schauen wir mal, einmal grab Z auf den Punkt drauf. Hier waren wir wieder ein bisschen tiefer, ist auch kein Thema. Deswegen wählen wir das nochmal aus. Grab Z auf den Punkt hoch. So, dann nehmen wir mal, okay, das haben wir ein bisschen schlecht gedreht, sehe ich gerade. Nehmen wir mal den Punkt.
Ja, das müssen wir fast einzeln machen. Machen wir einfach so. Wählen einmal die Edges aus und grabben die einfach manuell hoch. Da funktioniert das leider nicht wie geplant. Da fehlt doch was. So, einmal Join. Da haben wir auch kein Join drin. Ups, nicht Fill, sondern Join mit J. Wenn du mich fragst, was der Unterschied zwischen der F-Taste, also Fill, und der Unterschied zwischen der J-Taste für Join ist, da ist ganz einfach der: Bei F füllst du das Face, egal ob das jetzt ein N-Gong ist oder nicht. Da wird aus dem N-Gong einfach ein komplettes Face draus. Und bei Join, da joinst du wirklich die einzelnen Vertices miteinander. So, dann haben wir das resolved. Hier müssen wir einfach nur noch die ganzen Bevels wegmachen, deswegen gibt es noch ein bisschen Probleme. So, dann schauen wir, ob wir es hier schaffen zu machen. Theoretisch soll es eigentlich passen. So, bei Distance, jawohl. Da hat man wieder das Problem, da sitzt, glaube ich, ja, das sitzt nicht richtig drauf, deswegen war ein bisschen schief. So, dann wählen wir einmal die ganzen, beziehungsweise wählen wir alles an. Nein, nicht alles. Das wäre jetzt kontraproduktiv, wenn wir hier jetzt alles anwählen. Wir nehmen einmal die Faces an, die wir jetzt gerade geflattet haben, also einmal auf das Original-Mesh raufgebracht haben. Und da machen wir jetzt mal den Bevel Weight weg. Wir lassen explizit, ja, die Kante müssen wir lassen. Wir machen das einmal nur da weg. Dann schauen wir, ob das vom Shading her wieder passt. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So. Dann haben wir einmal die da. Dann machen wir da noch die Seite. So, einmal weg. Dann schauen wir mal. So, Bevel Modifier ist an und vom Shading passt perfekt. Da glaube ich, sehe ich noch einen kleinen Fehler. Ich mache mal das andere Mudcap an. Ja, siehst du? Da haben wir einen Fehler drin. Das kommt aber von den Edges, die wir hier haben. So, wenn wir die dissolven, so müsste es wieder passen. So, dann gehen wir mal weiter. Ich dissolve die am besten, beziehungsweise dissolven wir die am besten dann am Ende, wenn wir mit allem fertig sind. So, ich wähle mal die Kante wähle ich jetzt an. Machen wir es mal da. Grab da hoch. Da haben wir noch eine Kante. So, die grabben wir mal hoch. Hier sind wir wieder off. Das machen wir so, grabben wir die dahin. Haben wir da einen Punkt einfach so stehen? Kann das sein? Okay. Ich muss den mal abschalten, der verwirrt mich gerade ein bisschen. So. Distance. Also, der Grund ist, warum ich das jetzt, also die Kanten hier auch wegmache, ist der ganz einfache, ist ganz einfach, weil wir sehen die Kante nicht. Also, du hast beim High-Poly-Modell gesehen, das war eigentlich optional, ob wir das machen oder nicht. Wir haben es trotzdem nicht gesehen. Deswegen, ich finde es einfach sinnlos, dass wir die Vertices in dem Sinne verschwenden. Deswegen machen wir die einmal weg. Mal wieder an, weil sonst sehe ich die Kanten nicht. Ist jetzt ein bisschen eine nervige Arbeit, was das angeht.
aber am Ende wird es sich wie immer lohnen. So, die Details mache ich jetzt noch hoch und dann im nächsten Video werden wir den Rest machen, weil sonst wird es einfach zu lang wieder. So, bei Distance schon mal 140 weg, das ist gut. Da haben wir einen kleinen Fehler drin, aber das ist aufgrund des Spell Modifiers. So, ich würde sagen, im nächsten Video mache ich dann weiter mit dem Objekt hier. Im letzten Video haben wir angefangen, hier die Rückseite zu reduzieren. In diesem Video machen wir damit weiter. So, wir wählen einmal die Kanten an. Grab Z, damit, ja, das ist genau die Mitte, deswegen geben wir einmal die Seite an. Hier die Kante wollen wir, da wissen wir es noch nicht genau. So, ups, Face einmal hochziehen. So, du kannst es einmal manuell machen oder du benutzt den Face Mode und machst einmal Grab Z. Hier müssen wir einmal das Face noch nehmen und die Seite auch noch. So, dann nehmen wir einmal das Face und diese Faces. So, ups, einmal Grab Z. Da nochmal. So, jetzt alles anwählen bei Distance. So, sehr schön, nochmal gut reduziert. Da haben wir noch was. So, was haben wir da Schönes? Da liegt es, glaube ich, schön auf, ja. Einmal auf den Punkt, einmal auf den Punkt. Da haben wir dann mal diesen Face noch drin. Die habe ich irgendwie versehen. Da stimmt noch was nicht. Was stimmt da nicht? Ah, okay. Das geht da wegen dem, was da noch weitergeht. Okay. Dann lassen wir das mal. Die Seite haben wir wieder diese Faces, die wir nicht richtig gemacht haben. So, sehr gut. Dann machen wir die Seite noch und dann sind wir fast schon durch. So, einmal anwählen, hochziehen. Dann müssen wir noch, da haben wir es schon gemacht. Ja, die Seite müssen wir machen. So, dann nehmen wir das Face und das auch noch. So, das ist das Große. Das wird aber nicht so einfach sein, vermute ich mal. Oder doch? Doch, das passt. Sehr gut. Spart uns ein bisschen Arbeit. So, Grab Z, alles anwählen. Bei Distance sieht gut aus. Dann müssen wir die noch machen. Dann haben wir noch die Seite. Ich mache aber zuerst die hier. So. Dann nehmen wir einmal den Punkt und den Punkt. Grab Z einmal hoch. Die Seite noch. Alles anwählen. Bei Distance. Dann mache ich zuerst mal. Ja, machen wir das. Das wählen wir an. So, ich mache erstmal die großen Flächen, damit die schon mal weg sind. Was haben wir hier für ein Problem? Ah, da ist nur noch dieses Problem. Ja, da haben wir irgendwas gemacht. Ich glaube, das ist wegen dem Bevel, den wir gemacht haben. Deswegen macht das so. So.
Wenn du die jetzt auflöst, schau wirklich, dass du den Bevel auf der Seite, also den hier behältst. Und die anderen können ja weg. Und das gleiche auch hier. Wichtig ist, dass die Kante bleibt. An der Rückseite. Okay, die haben wir. Dann einmal hier runter die auswählen. Dann haben wir die hochgezogen. Da fehlt uns noch was. Und da auch wieder. Ne, so, jetzt habe ich es. Alles anwählen, bei Distance und raus sind sie. Ach, da habe ich noch was vergessen. So, einmal die Innenbereiche auswählen. Und einmal mit Grab Z hochziehen. Okay, den haben wir jetzt schön reduziert, muss ich sagen. Die ganzen Details hier, die müssen wir noch wegmachen. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir die Rundung irgendwie beibehalten. So, das kann einmal weg. Das sowieso und das auch. Dissolve Edges. Die können weg. So, dann schauen wir mal da. Das braucht es auch nicht. Den Innenbereich braucht es auch nicht. Das können wir auch wegmachen. Also ich versuche jetzt irgendwie rauszufinden, welche Edges wir wegmachen können und welche wir als Holding Edge brauchen. Weil alle können wir nicht wegmachen. Da bekommen wir eventuell Probleme. Die würde ich auf jeden Fall beibehalten. Kann man den rausmachen? Ja, den kann man rausmachen. Wählen wir mal alles an, bis auf. Ne, das machen wir später. Machen wir mal die weg. Ne, machen wir hier mal jeden zweiten weg. Jeden ersten. So, dann müssen wir von dieser Seite machen. So. Einmal weg. Dann, die braucht es nicht. Aber ich gehe davon aus, wenn ich die jetzt alle wegmache, ja, dann wird es zu gerade. Dann schauen wir mal da. Den würde ich definitiv beibehalten. Den zweiten hier aber nicht. Die wählen wir mal aus. So, dann da geht's weiter. Einmal weg. Und so mache ich jetzt das komplette Modell. Ups, da habe ich eins zu viel gemacht. Das brauche ich so. Da gehe ich jetzt das komplette Modell durch und schaue, welches Holding Edges sind und welche ich wegmachen kann. Das zum Beispiel ist eine Holding Edge. Die würde ich ganz gerne weiter fortführen und zwar hier hoch. So, das ist aber kein Bevel. Einmal weg. Den kann man wegmachen. Den kann man vermutlich nicht wegmachen. Ja, den kann man nicht wegmachen. Das gefällt mir hier aber nicht, weil es zu gerade ist. Ich nehme die mal, leite die mal hier runter und mache die mal minimal hoch. So haben wir hier eine kleine Rundung drin. So, da kann aber da einmal weg. Und den machen wir weg. Ja, den können wir weg machen. So, den machen wir auch weg. Hier wähle ich jetzt mal alle an. Ist egal, ob die jetzt rauskommen oder nicht. Ich mache hier mal jetzt die ganzen Holding Edges weg. Beziehungsweise, sorry, ich mache hier mal die ganzen Bevels weg.
Das vereinfacht das Ganze ein bisschen. So, ups, einmal weg. Gut, der kann weg, den brauchen wir nicht. Und hier nehmen wir jetzt mal jeden. Ist eine gute Frage. Einmal den hundertprozentig. Dann nehmen wir mal jeden zweiten. Und schauen, wie weit wir kommen. Ups. Oh yeah. Jetzt bin ich total verwirrt. So. Ja, das geht aus. Sind mir aber immer noch zu viele. Also die sind mir zu enge. Deswegen nehme ich hier die Mitte raus. Den auch noch wegmache. Ja, die kann man auch noch wegmachen. Okay. Dann passt auch von der Rundung. Immer noch. Da kann man eigentlich auch den Bevel rausnehmen. Das ist, wie gesagt, das sieht keiner. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch die Seite hier. Mache ich zuerst mal den Bevel. Achso, da müssen wir erstmal die wegmachen. Weil sonst kann man den Bevel nicht weitermachen. So, einmal bis zum Ende. Da noch. Die Innenseite. Ich habe hier gerade gesehen, wenn du schaust, wenn ich die jetzt lösche, springt das runter. Ich weiß nicht, ob ich das so möchte. Machen wir das mal anders. Wir könnten hier theoretisch einen reinmachen und ein bisschen rüberziehen. So. Da haben wir auch eine kleine Rundung drin. Das hilft dann auch, ja. Ups, da haben wir eins zu viel. So. Da den, die zwei weg. Da können wir jetzt den Bevel, beziehungsweise Mean Bevel Weight rausnehmen. Und hier das gleiche Spiel wie drüben. Wir wählen mal alle an. So, einmal raus. Jetzt nehmen wir wieder jeden zweiten. Ich glaube, wir haben hier einmal eine falsche Auswahl. Egal. Machen wir mal raus. Dann nehmen wir hier wieder die Mitte raus. Die Mitte. Den lassen wir drin. Da müssen wir raus. Und hier nehmen wir jetzt wieder jeden zweiten raus. So. Jetzt passt es wieder auf beiden Seiten. Wenn wir hier jetzt noch was rausnehmen, machen wir so. Ich glaube, das. Ja, es. Doch, nehmen wir die mal weg. So. Ups, da habe ich glaube ich nicht richtig gemacht. So, jetzt stimmt's. Gut, dann haben wir die mal reduziert. Jetzt werden wir den Array Modifier applyen. So, dann haben wir hier mal schön reduziertes Low Poly Modell. Theoretisch könntest du das weiter reduzieren, aber dann wird es hier einfach zu kantig und ich möchte das halt so weit wie möglich bei runden Objekten vermeiden, weil es sieht dann am Ende nicht so schön aus. Okay, dann haben wir die Rückseite gemacht, die halten wir mal und im nächsten Video geht es dann weiter. In diesem Video reduzieren wir nun das restliche des Low-Poly-Modells. Wir haben noch einmal hier die Innenseite und die Chevrons. Wir fangen mal hier mit der Innenseite an. Gehen einmal in den Local View, gehen in den Edit Mode und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier können wir eigentlich nicht viel reduzieren, so, da so stimmt's, bis auf die den Loop Cut, geht einmal rundherum, ne, den können wir auch nicht reduzieren. Ich drücke mal STRG Link.
dann wähle ich das aus, Steuerung I, invertiere ich die Selektion und das halte ich mal alles. Dann schauen wir uns dieses Objekt alleine an. Schalten wir mal den Möbel aus. Also reduzieren kannst du den eigentlich nicht viel. Du kannst halt nur die Bevels ein bisschen rumschubsen, würde ich sagen. Schalten wir auch noch aus. Das machen wir mal jetzt. So, einmal rüberziehen. Was können wir dann noch so machen? Wir können einmal die Kante nehmen. Die ziehen wir mal hoch. Wir können die Kante nehmen. Die ziehen wir mal runter. Das gleiche hier unten. So, runter und hoch. Ups. Okay. Dann, ich glaube, dadurch zerstören wir unseren Bevel. Gut, ist auch kein Beinbruch. So, dann wählen wir einmal die an. Die machen wir mal runter. Die Kante, die machen wir mal runter. Wählen alles an bei Distance. Dann, was haben wir noch? Theoretisch könnte man das hier noch nehmen, aber wenn wir das hier rüber machen, ja, machen wir es mal. Dreiecke werden sowieso draus, also können wir das auch einsparen. So, dann noch da. Und ich glaube, weiter können wir es nicht reduzieren. Doch, da, die Kante können wir noch hochziehen. Nee, sorry. Nicht hochziehen, sondern runterziehen. Weil wenn du die hochziehst, entsteht dir hier ein weiteres Dreieck. Das wollen wir nicht. Ziehen wir es runter, dann passt es wieder. Beziehungsweise entsteht kein weiteres Dreieck. So, jetzt haben wir ja das Problem, dass wir den ganzen Bevel rausgenommen haben. Deswegen wählen wir uns den Bevel, den wir schon haben, an. Da können wir Steuerung C. Wählen alles ab. Sharp Edges, Select Sharp Edges und kopieren das einmal rein. So, und schon haben wir unseren Bevel wieder drauf. Da haben wir aber keinen drin, warum auch immer. Da haben wir auch keinen drin. Okay, ich glaube, da will mich ein bisschen ärgern. Wählen wir nochmal an. Machen mal alles weg. Steuerung V. Jetzt haben wir es hier drin. Perfekt. So, entheiden mal alles. Jetzt nehmen wir dieses Objekt, Steuerung Link, Steuerung I und hide. So, dadurch, dass das ein relativ wenig sichtbares Objekt ist, können wir das eigentlich relativ gut reduzieren. Wir nehmen einmal hier die Mittellinie, Dissolve Edges, und jetzt nehmen wir eigentlich jeden zweiten Edge, der komplett durchgeht. Das machen wir mal weg. Jetzt. So. Einmal X, Dissolve Edges und schon haben wir es ein bisschen reduziert. Theoretisch könntest du das nochmal machen. Warum hat es nicht ausgewählt? So. Wenn du das jetzt aber nochmal machst, sei dir klar, beziehungsweise den klaren, wenn du an die Seite, dass es hier ziemlich low poly wird und hier in den Innenseiten. Und das sieht dann halt, trotz, wenn wir das auf ein High Poly Modell haben, es sieht halt nicht so gut aus. Deswegen lasse ich die mal drin, hast du nicht so heftige Kanten. So, gut. Einmal entheiden. Die hier, die können wir eigentlich nicht Low Poly rausmachen, weil das sind einfach nur vier Seiten und das war's. Deswegen wähle ich da mal an. Machen wir mal so. Ups, da habe ich jetzt
1 zu viel angewählt. Ja, da auch wieder. Also ich versuche nur ein Face anzuwählen, das reicht mir eigentlich. Weil dann drücken wir einmal STRG L für Link. So, dann würde ich mal sagen, probieren wir eine kleine Sache. Und zwar, so, einmal heiden. Ups, da habe ich eins zu viel genommen. Ich will vermeiden, dass wir das, was wir gerade bei dem einen Modell gemacht haben, bei dem einen, nicht Modell, bei dem einen Objekt. So, jetzt, halt. Was wir hier gemacht haben an Reduzierung, will ich vermeiden, dass wir das bei jedem einzelnen Objekt nochmal machen müssen. Deswegen wähle ich einmal die zwei aus, drücke STRG Link, einmal P by Selection. Dann haben wir ein eigenständiges Objekt draus gemacht. Haben wir die mal heilen? Ne, die halten wir nicht. Wir haben unseren Array Modifier noch drin. Den. Ups, war nicht da. Den werde ich mal anschalten. So, schauen wir mal, ob das auf der richtigen Array. Das macht er gerade nur. Auf dem. Okay, da müssen wir einmal nochmal ein Array reinmachen. Den Array, den schalten wir vor dem Array von dem Empty. So, da haben wir jetzt aber das Problem, das wird auf dem Object Offset gesetzt von unserem. Mal schauen, ob ich das noch weiß. Ich glaube, das war der Outer. Outer Empty müsste es gewesen sein. So, wie viel Stück haben wir da genau? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Probieren wir mal 9 Stück. Mal zurück. Das glaube ich funktioniert nicht, weil. Warte mal. Das funktioniert nicht, weil wir den Empty, glaube ich, noch nicht angeschaltet haben. Den hole ich jetzt mal rein. Das müsste der Empty gewesen sein. Oder, ne, das ist der Innenring, das ist der Außenring. Da haben wir, glaube ich, ja, darunter ist noch ein Empty. Outer Empty. Dann machen wir einfach einen neuen Empty rein. So, einmal auf Empty. Habe ich, nein, habe ich nicht. Plain Access, den heiße ich jetzt, ne, lass mal den mal auf MT26, dann wählen wir unser Objekt an, einmal MT.026, so, die anderen machen wir mal wieder weg. Und jetzt drehen wir das Ganze. Ja, jetzt funktioniert es. Okay. Und zwar, wir nehmen einmal unseren MT. Das wird jetzt ein bisschen schwer zu sehen, aber hier ist es. Siehst du? So, das drehen wir jetzt schön hier rauf. Ich hoffe, wir sind hier schön drauf. Ja, wir sind hier schön drauf. Perfekt. Dann schauen wir uns die Seite nochmal an. Da haben wir irgendwie, da haben wir es noch, aber da fehlt uns eins noch. Deswegen wählen wir das nochmal an. Das geht bis dahin. Einmal eine Nummer 10 raus. Dann setzen wir nach diesem Empty einen Mirror Modifier. Und dann haben wir die Seite auch noch. Sehr schön. Was wir jetzt machen, dieses Empty machen wir einmal in so Collection Empty rein. Dann nehmen wir einmal nicht das, sondern das. Entheiden mal, was wir gehidet haben. Das machen wir in Separate Selection. Und das, was wir noch übrig haben, also die hier, die löschen wir mal. Weil wir haben ja dieses Objekt schon bearbeitet. Und in diesem bearbeiteten Objekt werden wir, ja,
das passt. Werden wir einmal den Array, den wir erstellt haben, applyen, den Mirror Modifier applyen und ein Array, der übrig bleibt, das ist ja der Array, der alles ums Ganze, um den ganzen Ring macht, den lassen wir noch, den lassen wir ausgeschaltet. So, dann nehme ich einmal dieses Objekt und dieses Objekt und einmal mit Join verbinde ich die. Und schon haben wir uns eine Menge Arbeit gespart. So, einmal wieder an. Perfekt. Also, reduziert haben wir es. Den Bevel Modifier mal drauf. Ja, den haben wir drauf. Sollen wir nochmal ranzoomen, schauen. Falls du irgendwo Fehler siehst, kannst du die einmal wegmachen. Was mich noch stört, ist dieser Bevel von denen. Der ist ein bisschen zu groß in meinen Augen. Also deswegen machen wir mal so. Die wähle ich jetzt nochmal an. Da möchte ich jetzt den Bevel ein bisschen kleiner machen, weil er ist mir einfach zu groß. Dadurch, dass es halt nur einfach gesagt drei Vierecke sind jeweils, können wir da einfach mit Steuerung Link alles anwählen. Und dann setzen wir den Bevel ein bisschen kleiner. Ups, nicht so klein. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen zu viel Rechenleistung. Gehen wir auf 0.03. Ja, 0.03, das passt. Gut, dann haben wir das auch reduziert. Den Array, den lasse ich nochmal. Weil wer weiß, ob wir da noch was spotten an Fehler. So, dann halte ich das mal und im nächsten Video machen wir mit denen weiter.